Welche die hier? Sander? Ich kippe immer. Ja, klar. Eben ist es jetzt falsch. Ich stehe auf falsch. Und drüber. Das ist jetzt so, oder was? Ja, aber ich habe eine Hilfe da. Was denken Sie über diese Aktion? Wem soll sie erreichen? Na, sie soll Aufmerksamkeit erreichen, überall. Einfach am besten natürlich hier direkt im Bundeskanzleramt oder auch im Bundestag. Aber halt die Aufmerksamkeit an die Toten, die im Mittelmeer da sind, die müssen halt hier ein bisschen nach Mitteleuropa tragen. Weil ich als Tod, ich möchte nicht so viel zu tun haben. Viele sagen immer, Tod, du bist so grausam zu den Leuten am Mittelmeer. Ich mache gar nichts, ich bin nur der Abholservice. Ich hätte auch lieber frei. Macht es dann lieber Tod noch überhaupt Spaß, Urlaub am Mittelmeer zu machen? Na, zum Urlaub komme ich ja eh nicht. Man hat sehr viel zu tun. Aber natürlich würde ich mir die Mittelmeerreise aus einem schöneren Zweck vorstellen, als da Tote abzuholen. Das sind jetzt leere Särge, aber die Gruppe hat auch schon Leichen hier beerdigen lassen. Ja. Empfinden Sie das pietätlos? Oder? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil die Angehörigen, denke ich, nicht dabei sind und daran teilnehmen können. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen grenzwertig, aber aufmerksam gemacht werden sollte auf jeden Fall. Das ist nicht pietätlos. Ich sage ja, wenn Tote drin wären, hätte ich ein Problem damit, ja. Ich finde es auch gegenüber den Angehörigen nicht, oder fände es nicht in Ordnung, wenn das so wäre. Aber eben das Aufmerksam machen mit den Särgen finde ich in Ordnung. Wie denken Sie über diese Situation, über diese Aktion hier vom Bundeskanzleramt? Ich bin extra heute aus Dresden angereist, um dieser Aktion beizuwohnen. Ich finde die Aktion provokant, aber gerechtfertigt. Letztlich verstehen ja die meisten Bürger in diesem Lande nicht, dass wir als drittgrößter Waffenexporteur in der Welt natürlich diese Waffen nicht in die Welt verschicken, um damit humanitäre Ziele zu verfolgen, sondern Waffen sind zum Töten da. Gerade im Nahen Osten, gerade in Afrika, diese Länder werden ja geradezu kolonialisiert, auch heute noch, wegen Rohstoffen, wegen Erdöl, wegen Nahrungsmitteln, wegen Machtinteressen und so weiter. Und ich finde es einfach nur schrecklich und verlogen, dass in unsere breite Öffentlichkeit nicht in die Wahrnehmung der Menschen gerät, dass wir im Prinzip diese Krisen gemeinsam mit unserem großen Bruder von über dem großen Teich letztlich provozieren. Und unsere Medien uns eigentlich ein ganz anderes Bild vorspiegeln, wir seien die Guten. Ich denke, den Menschen in diesen Ländern, aus denen jetzt die Flüchtlinge stammen, die wären sehr froh, hätten wir einfach die Finger dort rausgelassen und die ihr Leben leben lassen. Dann hätten wir A, die Toten nicht und B, diese Flüchtlingsströme nicht. Und ich finde, die breite Wahrnehmung in Deutschland ist im Prinzip also eine Propagandamedienglocke, unter der die Bevölkerung dumm und intolerant gehalten wird. Was tun Sie dafür oder dagegen, dass es nicht so ist? Ich persönlich? Also ich spreche laut und klar meine Gedanken aus. Ich informiere auch über das Geldsystem, über den Petrodollar, über das expansive Geldsystem, das immer mehr Schuldner benötigt und kolonialisieren muss. Das ist ja nur eine Auswirkung, die wir in Nordafrika sehen, die andere könnte man ja auch genauso gut in der Ukraine übertragen. Also ich bringe dieses Weltbild, ne, das uns weitgehend verschwiegen wird, einfach mit meinen bescheidenen Mitteln an die Öffentlichkeit. Macht es angesichts der europäischen Situation mit den Flüchtlingen überhaupt noch Spaß, Urlaub am Mittelmeer zu machen, Griechenland, Spanien oder Nordafrika? Oder wie fährt man dorthin? Ist es besser, Urlaub wo zu machen, wo keine Krise ist? Also ich denke, es ist durchaus gerechtfertigt, in Nordafrika und in Griechenland Urlaub zu machen.
Aber es ist nicht gerechtfertigt, den Zeigefinger zu erheben gegen diese geschundenen Völker, sondern wir müssen den Zeigefinger erheben hier gegen diese verlogenen Politiker in diesen Gebäuden. Was geht Ihnen bei dieser Aktion durch den Kopf? Ja, eigentlich reicht es fast nicht aus. Also ich finde, ich warte auf den Bagger. Und mir ist auch klar, dass man das nicht umsetzen kann, dass man jetzt hier mit dem Bagger nicht losbaggern kann. Aber es müsste fast noch ein Ticken schärfer vorgegangen werden, um das zu nicht nur symbolisch zu präsentieren, sondern auch wirklich zu handeln. Inwiefern schärfer? Mit dem Bagger zu baggern. Und wirklich ein Loch. Ja, hier vor Ort. Also wenn es natürlich in den umzäunten Gelände, ist ja sehr schön umzäunt hier alles, geht es nicht, aber dass man dann eben am Park baggert. Ich finde, die Fans schön, wenn es eine Beerdigung geben würde hier vor Ort als Aktion, ja. Was denken Sie über diese Aktion hier am Bundeskanzleramt, vor dem Bundeskanzleramt? Also erstmal ein bisschen ruhig, oder? Also ist die Hauptsache. Mehr gerade nicht. Also ich habe so meine Fragen über die ganze Geschichte. Aber Ihre Frage pietätlos? Nein, da gebe ich Ihnen hier recht. Das ist die Grenze, das ist die Mauer. Ja. Sollte die EU mehr tun für Flüchtlinge oder sich abschotten? Ach, also fairen wären angemessen. Also einfach fairen, direkt rüber. Also stets haben wir so viel zu tun mit dem, was da läuft. Klar, direkt fairen. Würden Sie persönlich auch Flüchtlinge aufnehmen? Auf jeden Fall, ja. Wir leben ja in einer Situation, wo die Bundesrepublik irgendwie an 50. Stelle liegt, was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft. Das ist ein Zustand, der ist unerträglich, wenn man das dann noch mit den Reden vergleicht, die von Politikern dieses Landes geäußert werden, zum Beispiel am Flüchtlingstag von de Maizière und Gauck. Also da gibt es eine riesen Lücke zwischen Erklärung und Realität, und deshalb muss man diese Aktion einfach gutheißen. Und ich finde auch gut, dass Künstler inzwischen wieder politisch sich engagieren und sich dieser Themen annehmen und nicht nur auf Galas und irgendwelchen Fernsehshows da irgendwie erzählen, was sie gerade für ein Kleid anhaben oder sonst wie. Was tun Sie als Bürger dafür, dagegen, gegen diesen Konflikt? Würden Sie Flüchtlinge aufnehmen? Das ist eine komplizierte Frage, die will ich jetzt nicht einfach mit Ja und Nein beantworten. Inzwischen ist es aber so, dass man sich da wirklich mit auseinandersetzen muss. Und es gibt ja immer wieder Beispiele von Persönlichkeiten, einzelnen Bürgern, die natürlich große Wohnungen haben oder auch ideale, günstige Bedingungen, um jemanden aufzunehmen. Da müsste man auch sehen, ob die eigenen Wohnverhältnisse dazu ausreichen. Aber ich glaube, man muss da auch auf diesem Gebiet was tun. Hat man dann noch Lust, Urlaub in Griechenland zu machen oder Mittelmeer, weil man weiß, viele Menschen dort sterben, die versuchen, nach Europa zu kommen, die mittlerweile eine Festung ist? Naja, das ist eine Frage, wie man die Urlaubsphilosophie definiert. Also wenn man sich in so eine Ressource begibt, da mit Zaun drum und von dem Land eh nichts erfahren möchte, sondern nur irgendwie chillen will und mit Bändchen all-inclusive genießen will, dann ist das sowieso nicht mein Urlaubskonzept, sondern wenn wir in Urlaub fahren, dann wollen wir immer auch Land und Leute kennenlernen. Und ich kann mir sogar vorstellen, also es ist jetzt auch nichts Besonderes, einfach nach Griechenland zu fahren, mit den Leuten zu reden und, ja, und zu hören, wie es denen da so geht. Und das ist ja noch ein anderer Blick als der immer durch die Medien. Ich denke, dass diese Aktion sehr, sehr wichtig ist, weil sie auch eben zeigt, also wie wenig Leute hier eigentlich sind. Das finde ich schon erstaunlich, weil eigentlich müssten hier ein paar Tausend stehen, die sich gegen diese Flüchtlingspolitik auch aufstellen. Macht es dann noch Spaß, Urlaub im Mittelmeer zu machen, wenn man weiß, dort sterben tausende Menschen?
Nein, definitiv. Wenn man das vor Augen hat, dann kann man nicht mit ruhigem Gewissen dort Urlaub machen. Und das ist es ja eben, wenn man nicht weiß, wer die Flüchtlinge sind, was da für eine Geschichte dahinter steckt, dann kann man auch kein Mitleid dafür empfinden. Und das, was die Menschen, also was das Zentrum hier macht für politische Schönheit, denke ich mal, ist so eine Art, so eine gewisse Identifikation auch mit den Opfern aufzubauen, damit man weiß, wer die Leute waren und dass da hinter jedem Menschen, der da ertrinkt, da auch eine Geschichte steckt. Ich finde es gut. Die Menschheit soll nachdenken, das wäre interessant. Ne? Nicht einfach, wie ich schon sagte, nicht nebenbei gucken wie die Regierung, sondern drauf gucken. Nicht? Also die Leute sollen sehen, was passiert. Aber in der heutigen Zeit ist das natürlich nichts. Man guckt heute nicht mehr. Nur mehr Fernsehen und das ist interessanter. Wie kann man die Menschen für solche Aktionen mehr sensibilisieren? Gott, das ist schwer gesagt. Die Menschheit lässt sich nicht sensibilisieren. Das ist. Ich finde, raus auf die Straße und dann solche Aktionen sind toll. Ein paar Leute kommen doch. Ich hoffe noch, dass ein paar mehr kommen. Wäre schön, würde mich freuen. Ich bin auch hier. Und nicht aus politischen Gründen, auch doch ein bisschen. Weil ich sage immer, die Regierung tut nichts, es interessiert die nicht. Nicht? Und uns Bürger soll es interessieren, wir sollen rennen, aber die Regierung, ist ja keiner da, sitzt bestimmt keiner im Kanzleramt heute, garantiert aber, nicht. Aber Sie resignieren nicht, wenn die Regierung jetzt da kein Interesse zeigt? Nee, also ich bin davon, man muss was machen. Also ich sage heute, ich bin hier und das ist das Gute.